willkommen bei mehrenergie.net. Mein Name ist Michael Maus. Heute möchten wir hier bei diesen Profilen eine wirklich professionelle, günstige und total einfache und schnell zu installierende Erdung machen. Das bedeutet also, wir werden hier das obere, mittlere und das untere Profil miteinander verbinden und nachher hier mit einem 16 Quadrat natürlich hier unten an den Persönlich bin kein Freund von diesen Lochbändern. Einmal, man schneidet sich immer daran bei der Installation und das ist einfach nur ein Schraubengewust. Das, was wir hier haben, sind absolute Profi-Klemmen und Aluminium-Runddraht. Das Ganze wird hier befestigt mit einer Innensechskant-Schraube. Das ist das gleiche, was überwiegend die End- und Mittelklemmen benutzen. Und dann haben wir hier noch, das sind ungefähr 6, 7 Meter, 16 Quadrat, was wir dann nachher noch einziehen müssen. Ganz ehrlich, mit diesem Runddraht und diesen Klemmen hat man Trägerschienen in Windeseile, also in, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 Minuten ganz einfach befestigt. Das Schöne an dem Runddraht ist, wir können es versenden. Wir haben das hier auf 250 Meter Rollen. Das ist total günstig. Das ist genau das Gleiche, was man für Blitzableiter zum Beispiel nennt und entspricht absolut der Norm. Man zieht einfach mal dran. Wir sehen, hier ist das Ganze schon gerade. Ja, aber ich möchte erstmal messen, wie viel wir brauchen. Man zieht einmal dran und dann, ich zeige das mal hier. Ja, das lässt sich hier ganz einfach aus einer Kurve eine Gerade machen. Also absolut schnell und professionell und wir gehen jetzt hier aufs Dach. Wir haben hier eine folgende Situation. Hier haben wir ein Rohr, was zur anderen Seite geht, aber hier haben wir auch direkt die Situation, dass wir hier nachher mit der Erdung und auch mit den Kabeln für diese Solarfelder hier entlang gehen. Das heißt also, ich möchte mich relativ nah an dem nächsten Profil hier mit meinem Erder befinden, also nicht irgendwo da hinten, da würden wir unnötig Material verschwenden, sondern ich gehe direkt hier, da wo hier mein Dachhaken sitzt, kann aber auch jeder machen, wie er will, gehen wir einfach ran. Wie macht man das Ganze? Man schiebt die Klemme von hier hinten rein und dann, jo, ziehen wir das Ganze an. So, das dürfte fest sein, die Seite ziehen wir noch nicht an, denn hier, das drehen wir ein bisschen auf, damit wir hier gleich mit dem Dach durchkommen. Nicht Dach, mit dem Draht durchkommen. So, noch da oben die machen und dann haben wir schon alles vor. Also wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit, hier nach hier oben die komplette Rolle mitzunehmen. Ich mache so wie möglich am Boden. Das bedeutet also, ich habe mir hier einmal ein Maßband reingehängt. Hier sehen wir auch schön die Befestigungselemente und messe hier einfach mal ab. Ja, dass wir brauchen hier 2 Meter und ja, 2,80 Meter bräuchten wir hier an dem Aluminiumdraht. Dann würde das reichen von hier unten und bis da oben. Und klar ist, hier kommt dann nachher das 16 Quadrat raus, was wir dann noch hier anschließen. Also so viel wie möglich Arbeit am Boden machen, damit hier oben nichts passiert. Ich schneide mir jetzt unten 2,80 Meter ab und gehe dann noch einmal aufs. So, klar ist, wir brauchen eine wirklich starke Zange, um sowas hier zu trennen. Und ja, dann haben wir hier aus unserem Runddraht schon mal was gemacht, was fast gerade ist und gehen damit jetzt. Ja, wir sehen auch jetzt hier schön, das zieht sich hier schon mal gerade. Hier, wir sehen hier auch schön, wie sich die Schraube in den Aluminiumdraht reinfrisst. Und hier können wir nachher noch mal mit der Hand rangehen. So, ich denke, da haben wir eine schöne Gerade hinbekommen. Klar, ist ganz gerade wird das nicht, aber es ist um Längen besser wie dieses Lochband. Nicht vergessen, wenn ihr am Dach seid, euch immer hier schön irgendwo festketten. Und das hier ist wirklich ein schnelles, solides System. Also um jetzt diese Felder hier zu verbinden, ist das wirklich kein Akt innerhalb von 5, 6 Minuten gemacht. Einmal hier die Schrauben festmachen, den Runddraht etwas gerade machen, abschneiden und los geht's. Wenn ihr Runddraht braucht, solche Klemmen oder irgendwelches Zubehör, mehrenergie.net,
Da könnt ihr gerne drauf gehen. Wir können euch das hier ganz einfach per DHL zukommen lassen, kein Problem. Denn ihr habt gesehen, das Ganze können wir wickeln und knicken. Wir verschicken jeden Tag. Ansonsten, das hier haben wir diesen Rundrad auf 250 Meter Rollen. Das ist das Maximum und das hier ist nun wirklich Kleinteil. Also nochmals aufgepasst beim Erden. Erden wirklich bitte Profimaterial nehmen, wie hier. Das, was jetzt noch fehlt, ist, hier kommen wir mit dem 16 Quadrat später raus, was wir hier in diesem, wo ist er? Hier in diesem Versorgungsschacht noch drehen. Ja, dann noch sei gesagt, das hier ist eigentlich Arbeit für einen Solateur oder auch für einen Elektriker. Das heißt also, sprecht mit eurem Elektriker ab, wie ihr das Ganze hier machen sollt. Das hier ist wirklich Profiqualität, auch dementsprechenden Querschnitt. Und um der Diskussion vorzubeugen, ja, wir gehen hier mit 16 Quadrat hoch und lassen uns hier auch nichts anderes ein. Denn klar ist eins, der Elektriker, falls ihr nicht der Elektriker seid, muss das Ganze irgendwie abnehmen. Und dann muss das auch vernünftig sein. So, zur Not würde ich auch vorschlagen, wenn ihr selber installiert, macht Fotos davon, dass ihr dem Elektriker nachher zeigen könnt, was ihr Schönes gemacht habt. So, dann, wie gesagt, falls ihr Fragen habt, falls ihr Material braucht, mehrenergie.net oder mir eine WhatsApp schreiben oder anrufen. Wir schicken euch das Zeug hier sofort zu. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.